Willkommen zurück bei Punch Club. So, in dieser Folge werden wir jetzt den rechtschaffenen Weg einschlagen. Also in den Folgen zuvor haben wir für den Don gearbeitet, mussten ins Gefängnis, sind dann Gangsterboss geworden und jetzt sind wir da, wo wir davor aufgehört hatten. Heißt, wir sind gerade aus Russland zurückgekommen und werden jetzt diesen Weg nehmen. Kurz hier bei der Story zeigen. Wir haben hier die professionelle Multicard bekommen, haben dann Ivaniv besiegt und werden hier jetzt weitermachen. Gut, dann werden wir uns jetzt einmal hier zu mitbegeben. Oder auch nicht. Wir sollten, glaube ich, zu unserem Bruder. Genau. Hallo Bruder. Leider bin ich dein Bruder. Und ich hasse dich. Du bist schuld am Tod unseres Vaters. Wärst du schneller gewesen, hätten wir entkommen können und Vater wäre noch am Leben. Wir waren Kinder. Vater hat sein Leben für uns geopfert und jetzt sollten wir zusammenarbeiten, um seinen Mörder zu fassen. Nein, das mache ich allein. Ich werde der Champion der Ultimate Liga und werde auf die geheimnisvolle Insel eingeladen. Neues Ziel, die Insel. Betrete die Insel und besiege den Mann in Schwarz. Ich werde auch eine Einladung bekommen. Man sieht sich auf der Insel. Mick kann dir helfen, die Einladung zu bekommen. Mick, ich weiß jetzt, wer meinen Vater getötet hat. Ich muss zur Inselmeisterschaft eingeladen werden, um ihn zu treffen. Ich habe von diesem Mann in Schwarz gehört. Alle 4 Jahre versammelt er die besten Kämpfer der ganzen Welt. Auf seiner Insel kämpfen sie gegeneinander, um herauszufinden, wer der Beste ist. Doch bis zum heutigen Tag konnte noch niemand den Mann in Schwarz besiegen. Also muss ich ein offizieller Weltmeister sein, um die Einladung zu bekommen. Du hast eine Profikarte. Nichts hält dich davon ab, deine Profikarriere zu beginnen. Gibt es nur ein Problem. Du wirst es in der Welt des professionellen Boxens sehr schwer haben, wenn du keinen Manager hast. Warum denn? Dein Ruf ist sehr wichtig, weißt du? Wenn du nicht beliebt bist, wird niemand gegen dich kämpfen wollen. Natürlich wird dir ein Manager nicht helfen können zu gewinnen, aber er kann dir mit deiner Beliebtheit helfen. Ach so. Wüsste da jemanden, er heißt Ding Kong und er sucht gerade nach einem neuen Star. Ich arrangiere ein Treffen. Din Kong. Don King. Yo. Denk dran, ohne seine Hilfe kannst du kein Champion werden. Roger. Neues Ziel. Beschaff dir einen Manager. Du musst einen Vertrag mit einem Manager unterschreiben. Das ist Don King. Genannt Din Kong. Hier ist auch ein neues Haus jetzt. Eine Villa. Willkommen. Mick hat mir schon von dir erzählt. Komm näher. Ich bin Din Kong. Ich bin der Typ, der Champions auch Schwächlingen mit dir macht. Ziel erreicht. Beschaff dir einen Manager. Der Vertrag ist besiegelt. Jetzt sind wir in seiner Gewalt. Zeig mir deinen Bizeps. na gut, mache ich sowieso gerne. Ich beeindrucke, aber ich liebe Herausforderungen. ich habe Aufnahmen von deinen Kämpfen gesehen und meine russischen Freunde haben ein gutes Wort für dich eingelegt. Das ist gut. Die Leute lieben Geschichten von Nichtsnutzen, die an die Spitze kommen. Aber ich bin kein... Deine Aussprache ist schlecht. Am besten bist du einfach still. Ich glaube, wir haben alles Nötige besprochen. Und er schreibt noch hier, hier und hier. Und dann habe ich dich am Arsch. Und dann kann die Show losgehen. Ich habe dich so am Arsch. Aber ich... Du willst hier wohnen. Ich habe einen Trainingsraum im Keller. Deine Freundin kann auch mitkommen. All inclusive. Kostet. Du kannst schreiben, oder? Sarkasmus.
Dann unterschreib schon. Ich sollte das tun. Er ist verrückt, aber er scheint zu wissen, was er tut. Vertrag unterzeichnet. Großartig. Dein Erfolg in Russland hat dich schon ein wenig bekannt gemacht. Aber das ist nicht genug. Wir sollten an deiner Zukunft arbeiten. Ich habe hier alles aufgeschrieben und vergiss nicht, dass du ein Kämpfer bist. Also musst du ständig trainieren. Mein Koch wird dir dein Essen zubereiten. Das ist natürlich nicht kostenlos. Ich werde dir das jeden Tag in Rechnung stellen. Und laut Vertrag schulde ich dir eine Vorauszahlung. Leider. Also, auf geht's. Denk dran, dass ich immer hier bin. Also komm zu mir und wir reden über den nächsten Schritt. Neues Ziel der Champion. Besiege alle Gegner auf deinem Weg zum Weltmeistertitel. Wir haben $600 bekommen. Oh, gut. Unser Haus ist jetzt verschwunden. Wie schon bei dem, wo wir hier als Gangsterboss gearbeitet haben. Dann gehen wir mal hier hin. Hey Adrian, ich bin wieder da. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe Roy gerecht. Er mochte dich so sehr. Du hast ihm so viel bedeutet. Jetzt kannst du sicher sein, dass ich nirgendwo hin mehr gehe. Neuer Effekt verliebt. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich will ein Haus haben und viel Geld verdienen. Willst du bei mir wohnen? Ohne dich wäre es nicht dasselbe. Natürlich will ich das. Ich bin so glücklich. Sehr schön. Dann müsste ja jetzt eigentlich Adrian hier sein, ja. Gut. Gucken wir mal, was im Kühlschrank ist, ne? Unser Zeug. Na toll. Gut, dann Pizza. Wir müssen mehr Energie drauf kriegen. Ja, so. Dann Energy. 1, 2, 3, 4. Einen noch, komm. So. Gucken, wie der Keller ausgebaut ist. Ah ja. Gut, das sind genau die gleichen Sachen, die wir auch im Gangsterkeller hatten. Sieht genauso aus wie der Gangsterkeller. So wird wahrscheinlich genau der gleiche sein. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal hier das Geschick auf 20. 19 haben wir jetzt. Dann die Stärke auf 4. Wenn wir es denn noch heute packen. So, komm. Auf. Mach hin, ne. Komm. So, sehr schön. Dann hier die Stärke noch auf 4. Das dürfte etwas schneller gehen. So. Und dann gehen wir wieder hoch. Was haben wir denn hier? Einen Film drehen. Okay. Anstatt Bandenkriege dann einen Film. Party schmeißen. Anstatt, was war denn hier? Poker spielen. Und hier Werbung anstatt Gangüberfall oder so. Wie sieht's denn hier mit unseren Talenten aus? Gut, hier sind wir bei Weg des Tigers und Weg der Schildkröte. Weg des Tigers. Was wollen wir denn hier noch haben? Das hier wäre gut. Demoralisieren wäre gut. Flipkick wäre gut. Reißesser haben wir. Gut, es passt. Roundhouse-Tritt wäre auch sehr gut. Heißt, wir müssten hier drauf. Dann da. Weg der Schildkröte. Haben wir hier gut ausgebaut bisher. Hier auf die Ritterrüstung müssten wir noch. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal hier demoralisieren. Wir haben ja noch ein paar. Und ja, was machen wir jetzt? Film drehen.
Ja komm, wir machen direkt Filmdrehen. Alien Nummer 1. Und diesmal nicht so wie bei dem Gangsterweg, dass ich zweimal hier mache und alles in den Sand laufen lasse. Das war scheiße. Komm, weiter, jawohl, sehr schön. Wir müssen hier ein bisschen gucken. Oh, sehr schön, komm. Ja, wir tun auf jeden Fall mehr Energie regenerieren als er. Komm, weiter, komm. Nein, nicht treffen lassen. Komm, sehr schön. Sauber. Komm, weiter, jawohl. Boah, 26er Combo. Und, komm. Einmal richtig zutreten. Eieiei. Komm, ja, komm, einer noch. Was war denn das? Komm, jawohl, erste gewonnen, sehr schön. So, hier ist es genauso wie bei den anderen. Die sind alle irgendwie auf Ausdauer. Das kostet uns natürlich eine Menge Energie. Au. Komm, weiter, weiter, komm. Jawohl, richtig. Sehr schön. Komm. Eieiei, er hat eine Menge Energie mehr als wir. Na, er trifft zwar nicht so oft, aber uns zieht es halt ganz schön die Energie weg. Komm, Runde vorbei, komm. Oh, gerade so. 43 Leben hat er noch. Jawohl, weiter, komm, komm. Noch zweimal richtig schlagen. Ja, geht doch. So, nächste. Also ich will auf jeden Fall hierhin. Fortfahren. Oh, sehr ausgeglichener Kerl. Das, wow, das kostet ihn eine Menge Energie. Dadurch, dass er so viel Stärke hat. Das ist gut. Wow, weiter so, komm. Sauber. Und tritt ihn nieder. Setz ihn nieder. Komm. Ja. Geht doch. Sehr schön. Komm, weiter, weiter. Ja, komm. Nicht einfach rumsch... Boah, 35er Kombo mit dem zweiten. Ey, geht's noch? Hallo? Was war denn das für eine Runde? Komm. Sehr schön. Weiter, komm. Sehr schön ausgewichen. Komm, einen noch, komm. Eieiei. Dritte Runde. Sieht momentan gut aus. So, was haben wir hier? 5, 10 und 12. 11er Combo. Eieiei. Oh, das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Ah, der zieht uns eine Menge ab. Komm, weiter. Ja, sehr schön. Oh, nein, 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 nein. Wow. Oh, gerade so. Da haben wir uns gerade so über die Runde gerettet. Ah, das tut jetzt weh. Das tut gleich weh. Au, 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 au. Ah, sehr schön. Komm. Ah, was hat er denn? Angriff überspringen hat er. Deswegen hat er auch so viel Energie. So ein Mist. Komm, weiter, komm. Nein, nein. Oh, jetzt liegen wir gleich. Achtung und... Boah, gerade so gerettet. Ah, so ein Mist. Der zieht uns unsere komplette Energie runter. Na komm. Na komm, leg ihn hin, genau. Puh, das war teuer. Für uns jetzt. Gut, probieren wir den einen noch. Oh, der sieht gut aus. Wenn wir da nicht zu viel verlieren, könnte man sogar den letzten schaffen. Sauber, sauber, sehr schön. Nein, so nicht. Ihn treffen, nicht uns treffen. Sauber, komm, weiter, ja. Komm.
Du musst mehr treffen. 20er Combo. Komm. 8. Ah, nicht dauernd treffen lassen, du Depp, du. Komm. Und nicht dauernd ausweichen lassen. Komm. Hau doch mal ein paar Dinger richtig rein. Komm, 2 noch. Komm. Probieren, nicht probieren. Ach komm, probieren wir's. Scheiß so und drauf. Oh, oh. Ah, die sind alle. Die haben alle Leben, Ausdauer ohne Ende. Aber dafür hat er fast keine Energie mehr. Sehr schön, komm. Jawohl. Richtig so. Umhauen. Ja, komm. Weiter, komm. Nicht treffen lassen. Ah. Du musst mehr zuschlagen, komm. Und ausweichen. Genau, sehr schön. Komm, ja. Sauber, weiter. Sehr schön. Ausweichen, jawohl. Weiter, komm. Komm. Und nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Ah, der hat so viel Energie regeneriert. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, ja. Schlag zu. Weich mal ein bisschen aus. Nein, oh, das wird nix, das wird nix. Ah. Entweder jetzt oder gar nicht. Komm, komm, jawohl. Sauber, komm, weiter, komm. Nein, nein, ah. Komm. Ah, jawohl. Geschafft. Gerade so. Gerade so. $1,500, 25 Talentpads und 350 Sterne. Das war Arsch am Limit. Das war wirklich sehr stark am Limit. So, jetzt können wir richtig loslegen.